Und weiter geht die wilde Itemjagd oder so. Itemjagd? Ja, prinzipiell schon. Herzteile sind Items mehr oder weniger. Es sind Gegenstände zum Einsammeln. Ich weiß nicht genau. Ein Item ist eigentlich eher etwas, was man irgendwie benutzen kann. Aber Herzteile kann man nicht wirklich benutzen. Deswegen ist es Schwachsinn, was ich hier labere. Kann man diesen Felsbrocken hier zerstören? Ich weiß es nicht. Nein. Er sieht eigentlich auch nicht so richtig danach aus. Aber man hat mir zumindest gesagt, dass man diese ganzen Brocken, die man zerstören kann, auch irgendwie mit dem Morgensternblatt bekommen kann. Und ich verlasse mich da jetzt einfach mal drauf, weil ich natürlich weiß, dass meine Abonnenten mich niemals, jetzt hat's kurz geruckelt, mich niemals anlügen würden. Niemals anlügen. Niemals anlügen. Ah, sie lügen mich niemals an, natürlich nicht. Ein blauer Rubin, der ist 5 Rubine wert. Ein gelber Rubin, der ist 10 Rubine wert. Ja, wenn es nicht aufgefallen ist. Die letzten Aufnahmen, die waren jetzt ein paar Tage her, deswegen gab es jetzt in den letzten Tagen auch logischerweise keine neuen Zelda-Videos, weil, ja, ich brauchte mal zwischenzeitlich eine klitzekleine Pause tatsächlich, was das Aufnehmen angeht. Wir haben keine Wasserbomben, deswegen kann ich dort unten eh nichts machen. So, eine Sache, also zunächst einmal, wir werden hier, glaube ich, eine ganze Weile bleiben. Was, naja, was ist ganze Weile? Wir werden zumindest eine gewisse Weile hier bleiben. So, dort ist etwas, was ich haben will. Deswegen holen wir uns das jetzt auch. Hallo. Oh, ein Kunde? Tut mir leid, wir haben vorübergehend geschlossen. Ach so, okay. Wieso? Weshalb? Warum? Warum geschlossen? Das kann eigentlich nicht sein, weil eigentlich wollte ich doch gleich hier noch was holen. Aber vielleicht können wir es ja nicht holen. Ist egal. Ansehen. Eine spannende Fahrt auf dem Fluss der Zoras bis zum Hylia-See. Kanuverleih. Leihgebühr 20 Rubine. Wie komme ich? Wo? Ach, da komme ich. Du bist ja ein schlaues Insekt. Du fliegst da immer durch die komischen Gitterstäbe durch. Halt, 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 halt. Ja, kommst du. Ja. Nimm. Link, nimm. Link, nimm. Danke. Libelle weiblich gefangen. Ihr goldener Körper erfreut jeden. Blablub. Juhu, ein goldenes Insekt gefunden. Ja, das war das der eine Grund, warum ich hier war. Der andere Grund ist, wir waren da, glaube ich, noch nie hier drin in dieser komischen Hütte, oder? Abgeschlossen. Ach so, toll. Wir können ja gar nicht rein. Warum ist hier eigentlich geschlossen? Was ist das? Was? Ich hab dir doch gesagt, wir haben zu, also schleich dich. Ja, aber warum habt ihr zu? Weiß nicht. Was? Ich hab dir doch gesagt, wir haben zu. Ja, warum denn? Weil ich muss das hier gleich machen. Was? Ich hab dir doch gesagt. Was? Ich hab dir doch gesagt. Verstehe ich nicht. Weil das war eine Sache, die ich auf jeden Fall dann noch machen wollte. Aber gut, dann halt nicht. Ist es irgendwie Licht seiner Tageszeit? Also strahlend heller Tag. Also, was zum. Was ist das? Bitteschön. Hä? Hä? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen? Okay. Das war mir jetzt irgendwie unbekannt, neu. Ich weiß nicht genau. Was soll denn das? Warum ist hier so ein Portal? Wah! Ja, sie hat es irgendwie schöner gemacht als ich. So, okay, Moment. Einer hier. Wo sind die anderen beiden Fuzzis? Ach, dort hinten. Okay, dann machen wir erstmal dich. So. Und dann mache ich euch beide. Ja, ihr seid zwei sehr. Nein. Ach ja, na, no, das ist schön. So, dich machen wir wieder kaputt, weil ich gerade Lust zu hab. So. Und dann machen wir Wirbelattacke. Und dann müssten wir eigentlich beide treffen, weil ich treffe nicht beide, weil das Spiel eine seltsame Hitbox hat oder so. Beziehungsweise die Feinde. So, dann machen wir das nochmal so. Und hallo, wir kennen uns ja noch gar nicht. So, aber jetzt durfte ich euch endlich erwischt haben. Das ist ja witzig. Aber das ist cool, weil der müsste ja jetzt hier auch ein neues Portal auftauchen, ne? Das heißt, ich kann mich immer wieder hierher warten. Das ist ja genial. So. Hilfe! Wer bist du denn? Wie schaffst du es nur bei einem Kampf gegen solche Monster so ruhig zu bleiben? Was macht die Routine? Du bist doch einer von den Guten? Vielleicht. Aber wir müssen uns ja nicht im Stehen unterhalten. Komm doch rein. Okay. Juhu, wir werden zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Lalalala. Oder so. Oh, habe ich eine Angst gehabt. Ich dachte, ich würde das nicht überleben. In letzter Zeit läuft wirklich alles schief. Also erst einmal vielen Dank. Ich bin Tina. Ich verleihe hier Boote. Aber herabgestürzte Felsen haben den Fluss blockiert. Deshalb habe ich geschlossen. Weißt du, manchmal braucht man eben doch einen starken Mann. Für einen echten Mann dürfte es doch kein Problem sein, etwas dagegen zu unternehmen, oder? Kein Problem. Wirklich? Das würde mir sehr helfen. Also dann, würdest du dich erst einmal um diesen Felsbrocken dort kümmern?
Du bekommst Bomben und Pfeile von mir. Kombiniere sie zu Bombenpfeilen und sprenge ihn. Okay. So, Heronbogen. Und Leittasche? Leittasche? Habada, habada, habada? Das heißt, nee, Moment. Also bekommen wir dann noch... Also wir bekommen langsam mal die Möglichkeit, irgendwie mehrere Bombentüten zu sammeln, oder? Das wäre so langsam aber sicher Zeit. Ich hoffe es doch zumindest. Das wäre ja genial. Okay, Moment. Super! Du hast es geschafft! Es gibt unterwegs noch mehr Felsen, die den Flusslauf blockieren. Bitte kümmere dich darum. Hier ist das Boot. Steig schon ein. Okay. Flussabwärts ist es ziemlich gefährlich. Steig auf keinen Fall aus dem Boot aus. Meine Aushilfe wartet an Ort und Stelle auf dich. Sie wird dir dann genaueres sagen. Wenn du es schaffen solltest, überlasse ich dir zum Dank die Bombentasche. Ist doch ein faires Geschäft, oder? Also, gute Fahrt. Jo, ist eigentlich super Idee. Wow, uiuiui. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist ganz schön kanumäßig. Ei, 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 ei. Ui, ui, ui. Steuerung ist natürlich absolut... aber... Na mein Gott. Es ist ja irgendwie doch ganz lustig hier so mit dem Kanu. Das sieht irgendwie geil aus. Also mir gefällt das. Oh, boing. Ja, müsste ich die Dinger im Vorfeld irgendwie kaputt machen? Ich weiß nicht genau. Vor allem, worauf muss ich zielen? Also ich hoffe, wir sehen die Felsbrocken dann, wenn es soweit ist. Aber so für den Moment machen wir erstmal so ein ganz kleines bisschen links und rechts und dann so bumm. Ja, wir können die Dinger kaputt machen, tatsächlich. Oh Gott. Über da. Soll ich die Dinger überhaupt kaputt machen? Ich weiß es nicht. Aber egal. La la la. Ich habe unendlich viele Bombenpfeile, fällt mir gerade so auf. Also steht zumindest oben rechts. Wow, wow, wow. Deswegen ist das eine coole Sache. La 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 la. Okay, diese Tour ist ganz schön lustig. Es sieht wirklich genial aus. Also ich weiß nicht, ich finde die Animation von Link, wenn er im Kanu sitzt, ziemlich cool. Beziehungsweise auch einfach dieses Gefühl. Man hat so richtig, es hat irgendwie was Geniales, was Schönes. Das ist einfach cool. So, ich glaube, ich habe die Felsbrocken jetzt schon gesehen, die wir irgendwie kaputt machen müssen. Hallo? Oh, dich schickt sicherlich die Chefin, um mir zu helfen. Ich bin die Aushilfe. Entschuldige, dass wir dir solche Mühe machen. Also, dieser Felsen da ist im Weg und staut den Fluss auf. Du müsstest versuchen, ihn mit Bombenpfeilen zu zerstören. Okay. So, ist ja kein Problem hier. Zack. Boing. Oh, nochmal. Boing. Yeah. Da. Es ist genial. So, das war jetzt so schwer, meine Fresse. Du hast es geschafft. Vielen Dank. Oh, das Wasser fängt ja schon wieder an zu fließen. Ich begleite dich zur Mündung. Bitte folge mir. Okay. Wupp, wupp, wupp. Ja, das wäre jetzt irgendwie, also beziehungsweise das hätte man sich jetzt im Vorfeld auch schon denken können. Der komische Zora-Anteil ist Rubine, das ist cool. Yeah. Aber ist doch klar, dass jetzt irgendwie die Strömung und so ein ganz kleines bisschen mitreißt. Es ist cool, dass ich so überhaupt gar keinen Rubin bekomme, aber davon mal abgesehen. Yeah. Links, ich will Rubin haben. Ich will einen blauen Rubin haben. Ich habe einen Rubin gefangen. Kann ich das kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann mein Boot kaputt machen. Boot kaputt machen. Nein, kann ich auch nicht. Ich glaube, dieses Ding ist unzerstörbar, würde ich fast mal denken. Aber es ist trotzdem nicht sehr gesund, was ich hier in der Tat mache. Die Steuerung ist aber auch so ein ganz kleines bisschen... Keine Ahnung. Er paddelt ja mehr oder weniger alleine tatsächlich. Man kann nur die ganze Zeit nach links und rechts bewegen. Und je nachdem, in welche Richtung man lenkt, da schlägt Link eben das Paddel auf der jeweiligen Seite dann ins Wasser. Und das... Mein Gott, also ich habe schon Boote in Videospielen gesteuert, die ließen sich irgendwie angenehmer steuern, aber vielleicht liegt das jetzt auch nur an mir. Aber gut, egal. Es hat ja auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise was Realistisches. Ich meine, das ist so idyllisch auch hier, dieses ganze Wasser und so und dann dieser Zora da vorne. Und wir sitzen in unserem süßen kleinen Kanu und schießen Bombenpfeile auf irgendwelche Sachen, die uns im Weg stehen, beziehungsweise vielleicht im Weg stehen könnten. So, jetzt wieder ein bisschen rechts und ein bisschen links und dann müssen wir diese Fahrt hier langsam mal hinter uns haben. Was war das? Das war irgendwie Holz im Wasser. Aber gut, davon abgesehen. Tschu, wusch. So. Macht doch sehr viel Sinn, Bombenpfeile irgendwie, glaube ich, ins Wasser zu jagen, aber gut. Dann explodieren die Bomben ja so toll. Kann man Wasserbomben mit Pfeilen verbinden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube ja nicht, aber gut, wir werden es wohl unter Umständen irgendwann später mal herausfinden. Wenn ich gerade Lust dazu habe, es auszuprobieren. So, du. Und schon sind wir da, das ist cool. Und du? Rede mit mir. Sag mir irgendetwas Interessantes. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist schon mal einigermaßen interessant. Wie, und das war's? Hä? Was? Wie? Wo? Du hast uns wirklich sehr geholfen. Jetzt kann die Chefin endlich ihr Geschäft wieder eröffnen.
Während wir geschlossen hatten, wurde ihre Laune immer schlimmer. Es war kaum noch auszuhalten. Ach, und noch etwas. Sie hat dir bestimmt versprochen, dass du zum Dank die Bombentasche behalten darfst, oder? So macht sie das immer. Gibt einfach überflüssige Waren weg. Sie ist so ein Geizhals. Nimm sie einfach mit. Ich werde mit dir reden, wenn ich wieder am Bootshaus bin. Okay. Du erhältst eine Bombentasche voller Bomben. Oh mein Gott. Lege die Bomben, blast die Tasche leer, kannst du sie mit verschiedenen Bomben befüllen und so weiter. Also bis dann, komm uns mal wieder im Laden besuchen. Yeah, komme ich vielleicht so ganz demnächst. Wie zieht sie dieses Boot jetzt hinter sich her? Weil da war absolut kein Seil. Es ist egal. So, Bombentasche. Jo, wir haben jetzt zweimal Bomben. Also, in die eine Bombentasche können wir jetzt halt eine Bombensorte reinpacken und in die andere Bombentasche dann eigentlich eine andere Sorte. Das heißt, wir könnten uns endlich mal wieder Wasserbomben kaufen, damit wir endlich mal wieder für Notfall irgendwas haben. Also müsste ich irgendwann theoretisch mal wieder nach Kakariko, aber das machen wir dann irgendwann demnächst, später, was auch immer. So, was haben wir hier? Ich glaube, mit dir kann ich reden, wenn ich ein Wolf bin. Hallo, mein Piepmatz. Du sagst mir jetzt bestimmt irgendetwas ganz Interessantes. Oh, hallo, ich bin Christa. Es gibt hier eine sagenhafte Attraktion. Willst du sie nicht auch mal ausprobieren? Regeln anhören. Dieses Spiel besteht darin, schnell das Ziel zu erreichen und dabei möglichst viele Luftballons kaputt zu machen. Du bekommst für Melonen 1 Punkt, für Orangen 3 Punkte und für Erdbeeren 10 Punkte. Ach ja, wenn du mehrere Ballons der gleichen Sorte hintereinander kaputt machst, bekommst du die doppelte Punktzahl. Wenn du mittendrin aufhörst, ist es egal, wie viele Punkte du vorher hattest. Das Ergebnis ist dann 0 Punkte. Neustart mit B. Wenn du mehr als 10.000 Punkte erreichst, bekommst du etwas. Aber das schaffst du eh nie. Also dann, sobald du abhebst, beginnt das Spiel. Okay, abhebst. Abheben, abheben, abheben. Ich glaube, wir müssen dann hier heulen, damit es losgeht. Wir wollen Spielchen spielen. Wir wollen Spielchen spielen. Erdbeeren und Melonen und Orangen. Tutti Frutti gewissermaßen. Oh ja. Waren wir nicht früher alle Fans von dieser Show? Ja, Ching Ching. Oh mein Gott. So, mein Zelda Let's Play wird langsam so ein kleines bisschen USK 18. Und so ein kleines bisschen. Ich meine, Tutti Frutti war ja nun echt harmlos. Das muss man ja... Okay, früher war es ein riesiger Skandal vielleicht, aber mein Gott, das, wenn man sich heutzutage anguckt, dann lacht man ja drüber. Da ist jede Nachmittagstalkshow irgendwie brisanter als das, aber okay. So, wir haben unseren Piepmatz hier gerufen, während wir irgendwie über Tutti Frutti philosophiert haben. Das finde ich sehr schön, ja. Der Hering, was der alles in seinen Let's Plays raushaut, das ist der Hammer. So, okay, und jetzt müsste das Bonusspiel, glaube ich, starten. Hoffe ich zumindest irgendwie. Mal gucken. Yo, das sieht gut aus. So, dab, 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 wir machen Melonen kaputt oder so. Oder was sind das, Melonen oder Orangen jetzt hier? Weiß ich nicht. Wir können jedenfalls auch schneller machen, aber schneller ist eigentlich doch egal, oder sehe ich das falsch? Weil, Moment, ist jetzt die interessante Frage. Müsste ich eigentlich, macht es jetzt Sinn, alle Früchte zu treffen? Oder macht es nicht viel mehr Sinn, die Früchte wegen der Kombo-Anzahl hintereinander einzusammeln? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen... Moment! Also wir brauchen 10.000 Punkte. 10.000 Punkte ist ziemlich viel. Deswegen, Moment. Wir beschränken uns jetzt einfach mal spaßeshalber auf Erdbeeren und dann mal gucken, ob das so einigermaßen hinhauen könnte oder nicht. Na, 320 Punkte, das ist sehr cool. Dann müsste ich ja jetzt eigentlich noch viel mehr Punkte bekommen, denn Erdbeeren sind sehr viel wert. Sieht das wirklich aus wie eine Erdbeere? Ich weiß ja nicht, ich muss da irgendwie spontan, wenn sich das Ding so ein ganz kleines bisschen... Nein! Nein, nein, nein! Hilfe! Das wär's gewesen. So halbwegs. Vielleicht. Moment, aber da ist noch eine Erdbeere. Ich will meine Erdbeere haben. Das sieht irgendwie halbwegs so aus wie eine Paprika oder so, finde ich persönlich. Aber okay. Das ist, vielleicht liegt sie nur an mir. Ja. Das waren 10.000 Punkte. Ich glaube, dieses Spiel ist zu Recht wirklich unglaublich schwierig und so. Und ich werde niemals die 10.000 Punkte erreichen. In meinem gesamten Leben nicht. Jetzt kann es natürlich immer noch passieren, dass ich irgendwie abstürze oder so. Aber es ist mir... In dem Fall eigentlich auch fast egal. So, ich will zu meiner Erdbeere. Erdbeere. Ching, ching. So, okay. Lustiges Bonusspiel. Müsste ich in der Hinsicht sowieso machen, weil ich glaube, ich bekomme ein Herzteil hierfür. Wenn ich das mache. Aber mal gucken, wir lassen uns überraschen. Ja, Piepmatz. Trage er mich wieder zu meinem sicheren Boden. Das wäre sehr schön. So. Und du? Hallo. Du bist Christa. Das ist schön.
Unglaublich! 10.493 Punkte! Ah, du hast immerhin 10.000 Punkte. Hier, nimm das dafür. Denk aber jetzt bloß nicht, das gebe ich dir, weil ich dich besonders mag oder so. Natürlich. Du erhältst ein Herz da, Sammler, ein weiteres und du erhältst ein zusätzliches Herz. Coole Sache. Na, das ist toll, oder? Und vielleicht schaffst du ja noch die Höchstpunktzahl. Willst du es noch einmal versuchen? Nö. Ah. Ah. Ja, oh. Damit wäre die Sache dann damit an der Stelle wohl einfach mal erledigt.